So sieht sie aus. Die Mannschaft der Fishtown Pinguins für die erste Saison in der ersten deutschen Eishockeyliga DEL. Am Freitag haben sich die Spieler für das offizielle Mannschaftsfoto aufgestellt. Mitte September steht das erste Spiel gegen Wolfsburg an. Trotzdem, Pinguins-Urgestein Andrew McPherson hat keine Angst vor der neuen Aufgabe. Wir sind bereit. Ich glaube, in den nächsten Wochen, wir machen viel. Wir sind alle begeistert und wir wollen spielen. Als Eishockeyspieler, du wirst immer die beste Niveau spielen. Und jetzt, wir haben das erreicht und wir wollen zeigen, was wir können. Und ich auch. Ich will das, die letzten paar Jahre, ich habe immer in die DL2 gespielt und ich will auch zeigen, was in der DL. Den Kader mussten die Pinguins ohne große Vorlaufzeit zusammenstellen. 16 neue Spieler wurden für die Saison verpflichtet. Nicht jeden konnte das Team um Trainer Thomas Popisch vorher persönlich in Augenschein nehmen. Manche hat er nur auf DVD zu Gesicht bekommen. Doch die erste Trainingswoche stimmt ihm zuversichtlich. Alle sind heiß, alle sind, weil sie lange nicht auf dem Eis waren, sprühen vor Energie. Die erste Woche war schon sehr aufschlussreich und ich glaube, dass wir gerade bei den Neuzugängen, dass wir da sehr gute Spieler sehen werden und die gerade die Mannschaft, das Team auch weiterbringen. Am 16. September ist um 19.30 Uhr Eröffnungsbully in der Eisarena gegen die Grizzlies Wolfsburg. Die Fans werden dann sicher ganz genau hinschauen, wie gut die neuen Spieler das Team weitergebracht haben.